Und damit herzlich willkommen, liebe Basketballfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Backstage TBB, Ihrem und eurem Basketballmagazin rund um die Trierer Bundesliga-Basketballer. Und für die geht es in diesem Monat April ja in die heiße Phase der Saison. Gleich drei entscheidende Partien werden wir für Sie ins Internet und ins Trierer Kabelfernsehen bringen. Also Sie sind top informiert mit uns und auch heute haben wir wieder sehr spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir haben mit dem neuen Mann bei der TBB gesprochen. Aaron McCarthy spricht bei uns exklusiv über einsame Zeiten in China und die Probleme der TBB. Wir blicken auf die heutige Partie gegen Ratio Farm Ulm und sprechen mit dem Vorsitzenden des neuen Fanbeirates, Heiko Schmitz. Cyclop Bike Store. Mountainbikes, Trackbikes, Service, Bikeware. Am Georg-Schmidt-Platz 1 in Trier. Also, heutiger Gegner in der Arena Trier ist Ratio Farm Ulm. Die sehen Sie schon hinter mir. Die wärmen sich gerade auf. Ein sehr motiviertes, junges Team. Und die liegen etwa drei Plätze vor den Trierer Basketballern. Wenn man auf die aktuelle Tabelle schaut, da sind schon einige Spiele gespielt. Trier dagegen, naja, da wird die Tabellensituation zusehends unansehnlicher und unangenehmer. Nur noch ein Punkt trennt die Trierer aktuell von einem Abstiegsplatz. Das heißt, da muss jetzt was passieren. Und weil was passieren musste, hat sich etwas Personelles geändert. Und zwar hat die TBB einen neuen sportlichen Verantwortlichen mit Aaron McCarthy. Und wir konnten mit Aaron McCarthy bereits ein kleines Gespräch führen. Er tritt ein schweres Erbe an. Aaron McCarthy ist das neue Gesicht in Trier. Wir sprachen mit ihm über die Probleme im Team und seinen weiten Weg an die Mosel. Ni hao. Ni hao. Ni hao is easy, that's hello in Chinese. Okay. Wie kam es zur Verpflichtung? I left China in February and I had a month away from basketball with my family and then Trier called and you know I really didn't follow the Bundesliga at all, and then when I did have contact with Lothar I actually looked at the standings and I thought, wow, yeah, I can see why they're calling. So you know, we put together a quick deal and I came after Berlin, and I'm glad to be here and I hope I can help the team. Eine erfolgreiche Zeit in China. Warum jetzt Trier? You know, the city I lived in was 15 million people. This was about the size of Trier. So you could imagine putting 15 million people in Trier, what it would be like. You know, a lot of difference culturally, socially. Nobody spoke English there. And, you know, you just had the basketball and living in a hotel. It was, let's say it was quite lonely. But I enjoyed it there very much, coaching the team. I really liked the players a lot. We had very good relations and we had good results. But in the end, after 8 months being away from your family, I just came to the point where I just wasn't happy at all being without my family. And I made the move just to come back. And, you know, now Trier called and now I'm again without my family. But at least I'm in a place that I'm comfortable with, wonderful city, and the people have been so nice to me here and try to make me feel at home. And was geht in Trier? I think it's always possible to change if the players are willing to change, and they seem like they want to change. Nobody wants to lose, and so in that respect, you have to change. We've tried to change tactically some systems. And of course improve our defense. We've done a very good job in our last game against Tübingen with those two areas, and we were in a position to win with 8 minutes to go, but you know, unfortunately the old habits from losing came back into us, and we couldn't finish the game well. And this is something that we have to continually work on, is our mental approach to the game and to fight hard for 40 minutes. And to stay focused and play great defense, but to do this on a consistent level. And this is something that the players just have to change. And, you know, I'm going to demand that change from them, and they know that. And like I said, from Odenberg to Tübingen, I saw a great improvement.
in a lot of areas for us. So I think the last five games, I look for better results. Wenig Zeit für große Veränderungen, oder? It is. You know, but as a coach, you just keep trying to work with them mentally and strengthen them and make them believe again in themselves and in each other. And, you know, to start trusting again that they don't have to win games by themselves or lose games by themselves, that we do it as a team. And this is a big thing that I want them to grasp. And like I said, if they can do that, then we can have success. If they can't, then unfortunately we'll continue to lose. But, you know, I didn't fly halfway around the world to come over here and lose games. I believe in myself as a coach. I believe in these players right now after working with them for a full week. And I believe change can happen. So I think in the next 5 days we're going to continually work on these things. And hopefully against Ulm we'll show the public that we can play good basketball and win. Ist der Klassenerhalt möglich? I have confidence that we will stay in the Bundesliga. And but in order for us to do that, of course, we have to change. And if the players are willing to change, then we will keep the league. This would be the best way that we win games and not have to rely on other teams losing games. And I think that's within our group. And this is the point I always try to make. This is always about us. It doesn't matter if we play Odenberg or Tübingen or Bonn or Ulm. This is strictly about us. We have good quality. We just have to change now the mentality of the way we're playing games and learn how to win again. Woran liegt's? Well, there are probably a combination of reasons, but none that I could speak about because I wasn't here. I wasn't coaching the team, so I don't know what happened to the inner group. I just know that right now I am here and I have to try to fix problems that are occurring within the group through the last 3 or 4 months. And that's what I try to do right now. Wo müssen Siege her? I look at every game as a separate game and we try to win that game. You know, if we don't, we move on. If we do, we move on. But I don't look at it and say, well, we have to beat certain teams and we could lose to certain teams. It's normal. You know, the Bundesliga is very even competition. A team on the bottom can beat a team on the top, which was proven last week. So, again, it's about every game has importance. There's 5 games left. Of course, I want to try to win every game. Gleiche Situation, gleiche Entscheidung. Truthfully, I always wanted to coach in Trier the last years. I just never had that chance, and now I do have this chance. So, yeah, I would do it again. It's a wonderful city. The people are great here. They have a great public that deserve good basketball, and they want good basketball, a great arena. Everything's here to make a good basketball team for the Bundesliga. I think that the young Germans on the team are good players. They just haven't been really given an opportunity. It's hard now to give them an opportunity when so much is at stake. It might be a little bit too much pressure to put on these kids at this time, but I think the future of the young Germans in Trier is very bright. And, you know, if I had to do it all over again, for sure, I'd do it. Okay, and then the last question. Schafft es die TBB? We'll make it. Or I'll die trying, but we will make it. Perfect, that's it. Yeah, danke schön. Also ein zuversichtlicher Aaron McCarthy und eine hoffentlich siegwillige Truppe der TBB Trier. Das sind doch gute Voraussetzungen für ein spannendes Spiel mit Ihrem Kommentator Markus Henkel. Wie immer, viel Vergnügen. Danke Sebastian. Ja, und die Frage, die sich heute alle in Arena Trier stellten, war, wird diese elende Serie von 11 Niederlagen in Folge endlich reißen? Guter Beginn von Drew Neitzel mit einem sehenswerten Dreier in der Anfangsphase. Die TBB weiterhin wach, Evans mit einem LA-Hoop-Anspiel auf Chris Copeland, wunderschöne Punkte. Es war ein Offensivspektakel in den ersten 10 Spielminuten, aber demzufolge auch viel, viel Krampf in der Defense. Offener Dreier von Ulm und wir lassen diese Szene ungeschnitten weiterlaufen. Drew Neitzel hatte ein bisschen Platz, zieht ab, ohne lang zu überlegen, der nächste Dreier. Es ging hin und her, Run and Gun war hier die Devise.
Zurück auf die Gegenseite. Der Ex-Trierer Austin Rowland, jetzt im Trikot von Ulm, hat etwas zu viel Platz und markiert die 2 Punkte für sein Team. Auf der Gegenseite Chris Copeland für 3. Das ging wirklich hin und her. Viel Speed, aber schwache Defense, wie hier zum Beispiel. Austin Rowland viel zu leicht zieht er zum Korb, kann das 3-Punkt-Spiel machen. Beherzter Rebound jetzt mal von James Gillingham und Chris Copeland. Der Dank vom Mann mit der 34, noch immer Trierer Topscorer. Wir schauen nochmal auf die Verteidigung der Trierer. Fehlwurf. Nochmal Fehlwurf. Offensivrebound vom kleinen Trice mit der Nummer 10. Das war nur eine von vielen Szenen, die schwache Verteidigung der Trierer zeigten. Oder auch in dieser Szene, da ging es wirklich drauf und runter, direkt unter dem Trierer Korb. Erschreckend, wie schwach die Defense in der ersten Halbzeit agierte. Dann aber mal wieder ein positives Zeichen in der Offense. Miladin Pekovic mit dem Dreier. Ballgewinn forciert durch Evans, unterstützt von Schuler und die Punkte von George Evans. Der Routinier mit der 21. Wir sind jetzt bereits im zweiten Viertel. Evans mit einer schönen Bewegung lässt er Bryant alt aussehen. Chance aufs 3-Punkt-Spiel für George Evans. Und noch immer klafften riesige Lücken in der Trierer Defense. Bryant spaziert hier ganz gemütlich durch. Jetzt Austin Rowland durch 2 Mann hindurch und macht die Punkte. Das ging viel zu einfach. Rowland auf Bryant, angetäuschter Wurf, guter Pass, die nächsten Punkte vor ihm. Knappe Führung von 3 Punkten zur Halbzeit für die TBB. Und dann schlug die Stunde des James Gillingham. Wichtiger Dreier von ihm, gefolgt von Drew Neitzel. Auszeit Ulm. Die TBB jetzt in der Verteidigung. Das dritte Viertel, das ist ja oft so ein schwaches Viertel. Und jetzt erobert James Gillingham hier den Ball, bricht durch und macht selbst die Punkte. Bärenstarke Leistung zu dem Zeitpunkt von James Gillingham. Ulm hatte jetzt das Wurfpech gepachtet und schon ging es wieder nach vorne für die TBB. Jamal Schuler auf Neitze, der hat da sehr viel Platz und jetzt natürlich auch das Selbstvertrauen mit dieser Führung. Der nächste Dreier. Die Arena war jetzt am Kochen. Die über 3000 Zuschauer waren bester Stimmung und unterstützten ihr Team bedingungslos. Schuler schön abgelegt auf George Evans. Die nächsten Punkte. Überhaupt muss man den Fans ein großes Kompliment machen. Das war eine tolle Anfeuerung, die sie da von den Rängen gaben. James Gillingham mit dem nächsten Ballgewinn. Gillingham, der Schlüsselspieler in dieser Szene. Wieder 2 Punkte. Und jetzt schauen Sie sich mal diese Reaktion an. Da fallen aber nicht nur James Gillingham 1000 Kilo Steine vom Herzen. Weiter ging's. Jamal Schuler zu kurz. Er nimmt sich den Rebound, spielt ab auf Evans. Wieder zu Schuler. Wieder Fehlwurf. Schuler geht aber schön hinterher und im nächsten Versuch macht er die Punkte. Jetzt ließen sie den Ball gut laufen. Schuler zu Gillingham, zu Evans, zu Copeland. Die nächsten Punkte für Trier. 16-4 Lauf zwischenzeitlich im dritten Viertel für Trier. Super gemacht. Das Schlussviertel stand an. Gut gehasselt da von Martin und sehenswerte Punkte von Trice. Die TBB wollte weiter nachlegen. Hier allerdings ein unnötiger Ballverlust von Gillingham. Rückspiel. Und in dieser Szene James Gillingham mit seinem 5. Foul gegen Robin Benzing und damit vorzeitig Schluss für den vielleicht stärksten Trierer an diesem Abend. Chris Copeland führt 3. Die TBB konnte sich wieder auf 10 Punkte absetzen. Jetzt allerdings Robin Benzing mit einem Dreier brachte die Mannschaft von Ulm nochmal heran auf 5 Punkte. Die Trierer mussten jetzt nochmal tief durchatmen, aber dann ging es auch wieder besser in der Offensive. Hier schönes and one von Chris Copeland. Und damit war es dann auch entschieden. 15 Punkte Sieg für die TBB nach zuletzt 11 Niederlagen in Folge. Was war das? Eine Erleichterung für alle Trierer. Also da ist er, der lang ersehnte Sieg für die TBB und das ist ja schon die halbe Miete im Abstiegskampf. Klasse, was die Mannschaft heute hier gezeigt hat. So muss das aussehen und die Stimmung war auch toll in der Arena Trier. Die Fans haben sie nach vorne getragen, diese Jungs, und die haben es wirklich verdient, jetzt zu feiern. Fans wie auch die Mannschaft. Und wir haben mit einem der Fans gesprochen, mit Heiko Schmitz, denn der ist jetzt Vorsitzender des neuen Fanbeirats. Ja, mein Name ist Heiko Schmitz, ich bin aus Welschbillig, bin ja doch seit 8-9 Jahren beim Trierer Basketball dabei, immer mehr aktiv, immer mit größerem Engagement, und ja, jetzt bin ich Vorsitzender des neuen Fanbeirats.
Ja, als jetzt die Idee aufkam oder als die Nachricht kam, dass die AG einen Fanbeirat gründet, war für mich klar, dass ich mich da irgendwo engagieren möchte, weil mir wichtig ist, dass da auch in Zukunft immer wieder Aktionen stattfinden, dass Ideen, die aus Fankreisen mit Sicherheit auch da sind, gebündelt an den Verein herangetragen werden. Und da war es mir einfach wichtig, mich auch zu engagieren. Wir hatten am Anfang durch ein wenig zu großes Engagement auch unsererseits leichte Differenzen mit dem Fanclub. Die, denke ich, sind aber inzwischen beigelegt. Wir versuchen dafür die Zukunft einfach eine enge Zusammenarbeit mit dem Fanclub hinzukriegen. Wir wollen auf keinen Fall eine Konkurrenz zum Fanclub sein, weil die Jungs eine super Arbeit gemacht haben und auch, denke ich, weiterhin machen werden. Und wir verstehen uns da einfach als Ergänzung, als zusätzliches Bindeglied zum Verein. Ein aktuelles Projekt, was seit dem letzten Heimspiel schon läuft, sind unsere Pfandbecher-Sammelbehälter. Das heißt, jeder Fan, der was für die Fanprojekte der TBB tun möchte, sprich für Aktionen, für Choreos und so weiter, was spenden möchte, kann seine Pfandbecher in einen Pfandbecher-Sammelbehälter einwerfen, die am Ausgang stehen, und damit aktiv die Fanarbeit unterstützen. Weitere Projekte sind natürlich noch geplant, aber ich denke, da ist in der Offseason noch viel Zeit für die nächste Saison zu planen. Also, das sind doch gute Aussichten hier in der Arena Trier. Man merkt richtig, wie alle jetzt so ein bisschen durchatmen. Und das werden mit Sicherheit noch 4 interessante weitere Spiele werden. Und im April, wie schon angekündigt, sind wir natürlich hautnah mit dabei. Auch wenn die TBB, Sie haben das vielleicht ja schon gehört, jetzt direkt nach China fliegt und dort unter anderem einige Spiele bestreiten wird, die auch live im chinesischen Fernsehen zu sehen sein werden. Also ganz besonderes Event jetzt. Ein tolles Geschenk, denke ich auch, für diesen hart erkämpften Sieg heute hier in der Arena Trier gegen Ratio Farm Ulm. Und das sind natürlich nicht die einzigen Nachrichten rund um die TBB. Wir haben noch ein paar mehr für Sie zusammengetragen. Das TBB Junior Team hat in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga den Klassenerhalt mit 2 Siegen gegen Würzburg perfekt gemacht. Das Nachwuchsteam siegte jeweils deutlich und trifft nun in der zweiten Runde der Relegation auf Eintracht Frankfurt. Und noch ein Veranstaltungstipp aus der Arena Trier. Am 24. April erwarten Sie dort die Künstler von Lord of the Dance. Seit 12 Jahren begeistert die irische Show Menschen auf der ganzen Welt. Seien Sie diesmal wieder mit dabei. Mehr Infos unter arena-trier.de. Und es gibt auch weiterhin etwas zu gewinnen. Loggen Sie sich wieder ein bei unserem Partner, den Stadtwerken Trier, unter www.swt.de/tbb. Viel Erfolg. Schön, dass immer jemand für mich da ist. Wenn jeden Tag ein neuer Tag beginnt. Jemand, der mir Frische gibt und Wärme spendet. Der mich bewegt und mich verwöhnt. Und bei dem ich auch mal meinen Kleinen abstellen kann. Jemand, der mir die Welt zu Füßen legt. SWT. Also, so viel an Neuem. Jetzt erstmal, wir freuen uns dann schon auf die letzten 4 Spiele, die Sie, wie gesagt, bei uns sehr schön mitverfolgen können. Aber lassen Sie sich die letzten beiden Heimspiele bitte nicht entgehen. Hier hat die TBB nochmal die Chance, all das zurückzugeben, was vielleicht ein bisschen schwer war in den vergangenen Wochen. Aber jetzt, da sieht es wieder ganz gut aus. Und wir können uns noch auf schöne Spiele gefasst machen. Wir sehen uns dann wieder schon am 20. April, dienstags. Und dann haben wir darin einige Bilder aus China. Und wir haben einen Spielbericht von der Partie gegen Bonn. Wir fahren mit nach Bonn. Also auch da wieder prall gefülltes Programm, und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Das Ganze auf tbb-trier.de oder bei OK54 im Trierer Kabelnetz. Tschüss, bis dahin, feiern Sie gut, sagt Ihr und Euer Sebastian Linnemanns.